Herzlich willkommen zur Total Bitcoin Podcast Show. Mein Name ist Kivan Davani, der Total Connector. Möchte mal zur Abwechslung wieder ein deutschsprachiges Content, ein deutschsprachiges Interview mit meinem speziellen Gast Stefanie von Jan machen. Sie hat einen ganz exzellenten Artikel geschrieben über die Geldschöpfung. Was ist Geld? Woher kommt das Geld? Wie wird Geld kreiert? Der Artikel ist noch zurzeit auf Englisch, noch nicht auf Deutsch übersetzt worden, aber nachdem die Stefania Deutsche ist, also Deutsch sprechend, habe ich mir gedacht, das wäre vielleicht mal ein guter Anlass für die deutschsprachigen Zuhörerinnen oder für die deutschsprachige Bevölkerung, die sich jetzt vor allem jetzt immer mehr öffnen und das System hinterfragen oder das, was sich da gerade mit unglaublicher Geschwindigkeit surreal jetzt entfaltet, im Hinblick auf ja, Nationenstaat, Regierungen, Gesetze, Corona, Covid-19, Zentralbanken, die Billionen, 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 die da gedruckt werden oder kreiert werden aus dem Nichts, die Schuldenexpansion etc. Aber also zuerst mal die Ursachen verstehen, warum, ja, und warum auch Bitcoin, ja, und darum geht es auch im Kern, auch in meiner Show immer, warum Bitcoin. Somit, ja, freue ich mich, Stefanie von Jan begrüßen zu dürfen in dieser nächsten Episode. Und lasst mich wissen, wenn ihr Fragen haben sollt, Kommentare oder Wünsche habt, auch für die nächsten Episoden, für die nächsten Shows. Und ja, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören, für deine Unterstützung. Falls du, und davon gehe ich natürlich aus, dass dir die Show gefällt, bitte um ein Like, abonniere den Kanal, auch meine Podcast-Plattformen, irgendein Kommentar, ein Like, irgendein Feedback würde mir schon sehr weiterhelfen, damit ich weiterhin wertvolle Informationen, wertvolle Inhalte für meine Zuhörer, Zuhörerinnen, für dich, für euch alle liefern kann. In höchster Qualität am liebsten. Auch in Zukunft möchte ich mir persönliche Video- oder Audio-Podcasts oder Video-Interviews machen mit professionellem Equipment und aber auch Video-Dokumentationsserien, eventuell auch ein Dokumentarfilm. Aber dazu brauche ich menschliche und monetäre Ressourcen und vor allem Zeit, die ich mir freischaufeln muss. Somit herzlichen Dank nochmal und hier ist mein Interview mit Stefanie von Jan. Freue mich schon sehr darauf. Viel Spaß. Hallo, Stefanie von Jan. Herzlich willkommen zu meiner Show, der Total Bitcoin Podcast Show. Ich bin der Host von der Total Connector. Hallo, Stefanie, wie geht's dir? Ja, danke, dass ich hier sein kann. Ja, mir geht's super. Sehr schön, danke, dass du dir Zeit nimmst. Stefanie, ich freue mich, dass wir da jetzt nach langer Zeit wieder gemeinsam auch einen deutschsprachigen Content wieder rausbringen dürfen, veröffentlichen dürfen für die deutschsprachigen Zuhörer und Zuhörerinnen. Willst du ein bisschen vielleicht meinen Zuhörern ein bisschen über deinen Background, über deinen Hintergrund ein bisschen erzählen, bevor wir dann so in medias res auf deinen Artikel dann kommen? Mhm, ja, ich habe Tumbe BWL studiert in München. Einige kennen das sicher schon, aber für diejenigen, die diesen Studiengang nicht kennen, der ist zu 70% BWL und Law und Volkswirtschaftslehre. Und eben zu 30% hat man da ein technisches Nebenfach und ich habe da Informatik gewählt. Und von dem her, das war halt einfach die perfekte Grundlage, um dann eben auch Bitcoin zu verstehen und da tiefer eben einzutauchen. Ja, und zuerst bin ich tatsächlich mehr in Richtung Blockchain gegangen und habe hier auch sogenanntes Token Engineering gemacht, also Projekte beraten, wie sie die Ökonomie sinnvoll gestalten, die Anreizmechanismen und so, dass die Leute mich betrügen können. Und dann bin ich aber immer mehr auf Bitcoin gekommen und habe die Magie von Bitcoin immer mehr erkannt. Und dann bin ich auch zur österreichischen Schule gekommen. Und das hat mich wirklich fasziniert. Und es hat mich wirklich auch fasziniert zu verstehen, was Geld wirklich ist. Und das wurde uns in der Uni nicht beigebracht. Und das ist schon enorm. Und eine österreichische Schule, davon habe ich nie etwas gehört. Und von dem her gab es da etwas ganz Faszinierendes für mich zu entdecken.
Und ja, letzten Endes lehre ich jetzt auch VWL an der Uni hier in München wieder, an der FOM. Und meine Mission ist es, dieses Wissen der österreichischen Schule auch wieder mehr unter die Leute zu bringen und auch die falschen Annahmen von einigen anderen volkswirtschaftlichen Theorien darzulegen. Zum Beispiel in meinem letzten Kurs habe ich über Keynesian Economics einen Vortrag halten müssen, weil es Lehrmaterial war. Und da habe ich halt einfach auch dargelegt, wie es auf falschen Annahmen beruht und es einfach völlig wider der Logik ist. Zum Beispiel, also das Klassische ist ja, dass mit Staatsausgaben die Volkswirtschaft angekurbelt wird, aber dabei wird nicht berücksichtigt, wo das Geld für diese Staatsausgaben herkommt. Das kommt ja von Steuern oder sage ich mal indirekten Steuern durch Inflation. Und das wird halt einfach völlig nicht berücksichtigt. Und von dem her zerfällt eigentlich die gesamte Theorie. Aber diese Theorie wird halt dazu genommen, um das derzeitige System zu rechtfertigen. Und ja, deswegen bin ich jetzt eben nicht nur tiefer in Bitcoin eingestiegen, sondern tiefer nochmal in VWL und dann österreichische Schule. Und ja, möchte das jetzt darlegen, weshalb manche Theorien auf sehr fragwürdigen Annahmen beruhen und was so die andere Sichtweise sein kann. Ja. Und dazu habe ich eben auch meinen letzten Artikel publiziert, wie eben Geld kreiert wird im Fiat-System, im Fiat- und Bankensystem. Und genau, hier genau. Sehen wir. Ja, der Titel heißt Money Creation in the Fiat System, a Balance Sheet Analysis of Banks and Central Banks. Wie kann man das auf Deutsch übersetzen am besten? Ja, das ist die Geldschöpfung im Fiat-System. Und hier bin ich eben so vorgegangen, dass ich mir die Bilanz von der Zentralbank und von der Bank angeschaut habe und da einfach geschaut habe, wie wird Geld kreiert. Also ich habe mir die Buchungssätze angesehen. Das hatte ich natürlich auch alles in der Uni. Und so kann man genau sehen, welche Accounting-Tricks, welche Buchungstricks eigentlich angewandt wurden, um da Geld aus dem Nichts zu schaffen. Also ja, den habe ich jetzt auch nochmal geupdatet kürzlich. Also für jene, die den schon gelesen haben, da sind noch ein paar schöne Bilder dabei und vielleicht noch ein paar Feinheiten verbessert. Und ja, ich habe auch vor, den noch in Deutsch zu machen. Genau, sehen wir mal, wann ich das schaffe. Na, es ist wirklich absolut gelungener Artikel, wirklich gratuliere dazu. Und Stefanie, schau, du hast dir wirklich mit allen Daten, Materialien, die dir zur Verfügung gestanden sind, damit gearbeitet. Ich glaube, genau. Das muss man schon betonen, ja, weil, ja. Weil ich beklage mich, ich lamentiere ja immer die unglaubliche Intransparenz, also Nichttransparenz und das also quasi dieses mir kommt das manchmal vor, als würden wir in so einer Realität leben, als irgendwie man schaut einfach weg, ja, weil du hast vorhin auch über das Universitätssystem oder über die verschiedenen Annahmen, die mit denen wir aufgewachsen sind, auch darüber gesprochen, ja. Und wir hören das ja ständig auch von Studentinnen oder sogar anderen Gelehrten, ja, oder die Leute, die auf der Universität waren, genau. Meinen dann, naja, also über österreichische Ökonomie vielleicht, ja, ein paar Stunden, vielleicht ein Seminar, vielleicht ganz kurz über Hayek gehört oder über Mises, aber das war's dann schon. Und ja, das ist, ich meine, das ist vielleicht ein eigenes Kapitel für sich, warum das überhaupt so in sich geschlossen ist. Mir kommt vor, je weiter sozusagen akademisch und Universitätslevel man da hinaufsteigt, desto voreingenommene und befangener wird man dann auch mit den Annahmen, mit denen man quasi konditioniert worden ist. Ja. Was ist deine Meinung dazu? Man muss alles nochmal neu lernen. Ja. Mhm. Also als ich diese Theorie von Keynes eben beigebracht bekommen habe, dachte ich mir so, irgendwie so ganz verstehe ich es nicht. Aber gut, ich muss die Klausur schreiben, lerne ich das und mache halt dann die Klausur, lief auch sehr gut. Aber jetzt weiß ich auch, wieso ich das nicht ganz verstanden habe, weil es halt keinen Sinn macht. Und ich hatte damals natürlich nicht das Selbstvertrauen, dass ich das besser wüsste als die Professoren. Ich habe denen vertraut und habe schon gedacht, dass die
da sinnvolle Theorien eben darlegen, die überprüft wurden, die von Leuten hinterfragt wurden. Und jetzt sehe ich aber auch, dass viele Ökonomen das durchaus kritisieren und da Dinge in Frage stellen. Und das wird einem aber nicht beigebracht. Also ich sehe auch in den Schulbüchern wird ja gesagt, dass wenn ein Sparer Geld an die Bank gibt und dann die Bank einen Kredit gibt, dann nimmt die das Geld vom Sparer, shiftet es um und gibt es als Kredit aus. Das ist die Financial Intermediation Theory und die ist aber vollkommen falsch. Dennoch wird es immer noch in den Schulbüchern gelehrt. Und in den Universitäten ist es vielleicht ein Tick besser, aber eben nicht viel besser. Und du hast von Transparenz gesprochen. Und die sind durchaus transparent. Also wenn du auf die Zentralbank gehst, also von der Bank of England und von der Bundesbank, da gibt es einen Artikel, der ganz genau darlegt, wie Geld kreiert wird. Da habe ich hier auch einen Link, wenn du ganz relativ weit runter gehst, da habe ich dieses Kapitel tatsächlich noch im Nachhinein hinzugefügt, was denn die Zentralbanken und Banken von sich aus sagen, wie Geld kreiert wird. Du musst noch ein bisschen weiter hochgehen. Und da gibt es einen wunderbaren Artikel von der Bank of England, der eben darlegt, dass Geld aus dem Nichts geschaffen wird. Und genau das Gleiche eben auch von der Bundesbank. Genau, wenn du noch einen Tick hochgehst, genau dieses Kapitel ist es. Genau. Da habe ich diese Grafiken noch hinzugefügt, aber wenn du noch ein Stück hochgehst, da siehst du dann hier ein kleines bisschen. Genau, da hat Central Banks View on Money Creation. Da habe ich hier diesen Artikel verlinkt, The German Central Bank published an article on money creation in 2018. Also 2018 sind die herausgegangen und haben eben dargelegt, wie das funktioniert. Und vielleicht gab es auch schon den ein oder anderen Artikel davor, aber dieser Artikel legt das ganz genau dar, wie es läuft. Also dass Geld aus dem Nichts geschaffen wird bei der Kreditschöpfung. Und aber nicht nur das, und das war mir neu. Geld wird auch aus dem Nichts kreiert, wenn Assets, wenn Vermögenswerte aufgekauft werden. Und das können wir können eigentlich gleich hier bleiben, weil dann würde ich das auch nochmal genauer erklären. Und vielleicht noch kurz vorab hier, The Bank of England discussed this already in 2014. Also da wurde eben ein Artikel auch publiziert, der das auf Englisch darlegt, also für das englischsprachige Publikum. Genau, aber da würde ich gerne gleich einsteigen, außer du hast gerade noch eine Frage. Na, nur für meine Zuhörer, man hat ja Umfragen gemacht, ich weiß das von USA und so weiter, aber wahrscheinlich wird das auch hier nicht anders sein. Meisten Menschen, ich glaube, wir müssen einmal von der Grundannahme ausgehen, in der breiten Bevölkerung. Wenn man Menschen fragt, auf der Straße, woher kommt das, wodurch ist es gedeckt, dann ist ja irgendwie die automatisierte Antwort gewöhnlich, naja, es ist irgendwie durch Gold gedeckt oder, ne? Also viele Menschen glauben noch, dass das zum Beispiel durch Gold, vielleicht soll, weißt du, magst du da ein bisschen noch vorher das? Ja. Das wird tatsächlich in dem nächsten oder übernächsten Bereich von meinem Artikel genauer erklärt, Bretton Woods System oder die Pseudo-Receipts in History. Also was ich damit meine, ist, wir hatten schon mal den Goldstandard und das wurde dann so ein System kreiert, wo die Wechselkurse zwischen dem US-Dollar und den anderen Währungen gefixt wurden. Und die Zentralbank in den USA hat das gesamte Gold gehabt. Und die haben gesagt, ein US-Dollar ist, eine Unze ist 35 US-Dollar wert. Das haben die festgelegt. Mit Bretton Woods, meinst du das Bretton Woods nach dem Zweiten Weltkrieg? Ja? Also wo sozusagen der Dollar war an Gold gekoppelt und alle anderen Währungen dann am Dollar? Ganz genau, ja. Okay. Ja. Genau. Was aber passiert ist, dass die mehr Dollar kreiert haben, als dass sie Gold haben. Und das kam halt dann immer mehr raus. Und die anderen Nationen haben das halt dann mittlerweile nicht mehr geglaubt. Oder eigentlich muss ich hier präziser sein. Sogenannte Spekulanten oder jene, die halt damit zu tun hatten mit dem US-Dollar, haben das nicht mehr geglaubt. Und das Witzige ist hier, die Ökonomen nennen das eine Vertrauenskrise oder Spekulationsangriffe, obwohl es doch
durchaus der Fall war, dass diese berechtigt waren. Aber hier muss man auch wieder das Framing verstehen. Eigentlich müsste man sagen, das ist ja nicht okay, dass die mehr US-Dollar kreieren, als sie eben Gold haben, und das kritisieren, was eben die österreichische Schule macht. Rothbard nennt das sogenannte Pseudo-Receipts, also er geht da wirklich ein bisschen tiefer noch hinein. Er sagt, dass so, ja, aber das bedeutet letzten Endes, dass mehr US-Dollar kreiert wurden, weil die US-Dollar ist sozusagen, man konnte sagen, ich kann diese US-Dollar in Gold eintauschen. Das ist so eine Art Warehouse-Receipt, also ich kann damit zur Federal Reserve gehen, sagen, ihr habt das Gold und ich kann das Gold sozusagen wiederbekommen. Das ist so der Sinn dahinter gewesen. Aber wenn ich Pseudo-Receipts mache, was genau eben mehr US-Dollar sind, als tatsächlich Gold vorhanden ist, dann ist das Fraud, das ist Betrug. Ja, das ist absolut, ja, das ist ein Betrug einfach. Ja. Genau, und es wurde aber dann als Vertrauenskrise angesehen und dass die Leute einfach denen nicht mehr vertrauen. Und es wurde als Spekulationsangriff geframed. Also das ist schon durchaus bemerkenswert, wie das einem dann eben beigebracht wurde. Und dann denkt man, ah, okay, die bösen Spekulanten oder die Bürger, die haben nicht mehr denen vertraut, obwohl das halt so recht ist. Also das fand ich dann auch durchaus bemerkenswert, als ich da nochmal ein bisschen mehr recherchiert habe. Und ja, von dem her ist das, wenn man das versteht, dann versteht man auch die Gefahren von einem Goldstandard. Hier vielleicht auch nochmal einige der Austrian Economics sind eben sehr pro Gold. Und sie sagen, wenn wir einen freien Markt hätten, dann gäbe es verschiedene Warehouses, also verschiedene, die eben dieses Zentralverwahrer oder Verwahrer, genau, Goldverwahrer. Es gäbe verschiedene Verwahrer. Und diejenigen, wo dann herauskommt, dass die betrügen, die würden halt dann den Bach runtergehen. Und das ist eine gute Idee. Aber was wir halt auch wirklich gesehen haben, ist, dass die Regierung mit der Zentralbank kollaboriert, weil die hat ja auch ein Interesse daran, die kann sich dadurch finanzieren, durch diese Fake Receipts. Die neuen US-Dollar, die kreiert werden, die können dann direkt an die Regierung fließen. Deswegen hat sie ein Interesse, dieses System zu unterstützen. Und so sind wir da hingekommen. Und von dem her, die ganzen Austrian Economics von der heutigen Zeit sagen eben, dass wir hier auch ein gutes Rechtssystem benötigen, die das nicht erlauben und die dann sozusagen auch immer wieder, man braucht auch Audits, aber da wird er dann auch wieder an eine Partei vertraut, die dann überprüft, dass das Gold wirklich noch da ist. Und das ist alles ein ganz großes Problem mit Gold. Und dieses Problem haben wir halt nicht mehr mit Bitcoin, weil wir das selbst halten können. Und wenn wir Bitcoin auch bei einem Verwahrer halten, dann kann der uns eine spezifische Adresse geben, wo dann unsere Bitcoins drauf liegen. Und wir können immer überprüfen über das Netzwerk, auch ob auf dieser Adresse noch die Bitcoins sind. Und das ist halt wirklich das Besondere an Bitcoin. Und deswegen ist Bitcoin in vielerlei Hinsicht massiv besser als Gold. Also und absolut transparent. Und wie sagt man da auf Deutsch? Ja. Auditable. Ne? Das heißt, jeder kann zu jedem Zeitpunkt das dann auch auditen oder wie sagt man, verifizieren, validieren. Ja. Jede genau. Transaktion. Ja. Ja. Warum ist der Goldstandard in deiner Meinung, wie kann man das für unsere Zuhörerinnen zusammenfassen, warum ist der Goldstandard oder goldgedecktes Geld gescheitert? Was sind die Ursachen? Letzten Endes, weil wir einfach ganz viel Betrug ganz an der Spitze hatten und das von der Regierung gedeckt wurde. Also weil wir ein Banken-Regierungskartell haben, das einfach nicht mehr auf ethischen Prinzipien beruht. Also wenn wir eine Regierung gehabt hätten, die das nicht erlaubt, dass da mehr gedruckt wird und wo da eben auch Strafen verhängt werden, dann wäre das auch nicht so leicht gegangen. Und wenn wir auch Wirtschaftsprüfer gehabt hätten, die das angeschaut hätten und gesagt haben, das ist so nicht okay. Aber stattdessen wurde das alles so umgedreht, dass das völlig normal wurde. Das wurde unsere neue normale Realität. Und es wurde eben dadurch dann auch rechtfertigt. Und Rothbard sagt so schön, es ist Basic Banking Procedure geworden. Was damals Betrug war, ist jetzt die Normalität geworden. Und dann haben wir eben auch noch Ökonomen, die sagen, ja, wir müssen immer mehr Geld drucken.
Also von dem her, es wurde an allen Ecken dieses System gerechtfertigt. Ja, und was brauchen wir letzten Endes? Wir brauchen Leute, die eben da zurückgehen und das erklären, wie das früher war und dass es nicht okay ist, dass manche Menschen einfach so aus dem Geld kreieren können. Ich meine, ich kann ja auch nicht einfach Geld kreieren und die allein. Und wir können da ja auch nicht so unsere Spielchen machen, aber die dürfen das. Das ist doch nicht okay. Ja, Geldfälscherei ist monopolisiert, nicht? Ja, genau, genau. Und von dem her ist es ganz wichtig, dass immer mehr Menschen dieses System erkennen und darlegen, wie es funktioniert, was da falsch läuft, was die Alternativen waren, wo wir eigentlich herkommen, wie das mit Gold war. Wir hatten eine Begrenzung, dass wir wieder verstehen, was ist eigentlich normal? Ja, weil das ist ja eine abstruse Normalität geworden. Von dem her, das wäre notwendig gewesen. Ja, also. Aber mit Bitcoin haben wir halt jetzt nochmal ein ganz anderes Währungssystem, das ganz viele Probleme, die wir mit dem Gold haben, einfach ausradiert. Und das ist wirklich faszinierend. Mhm. Das muss man wirklich sagen. Ja. Was sind denn die Schwächen von Gold? Also wie würdest du das irgendwie... Ja, also die größte Schwäche ist eben, dass wenn ich eine Transaktion über die Distanz machen möchte, also wenn ich jetzt dich bezahlen möchte und du bist in Wien und ich bin hier in München, dann muss ich ja entweder das Gold dir schicken, was eine Gefahr ist, dass es verloren geht, oder und das ist unglaublich unhandlich, das dauert eine Weile, bis es bei dir ist, geht ja auch nicht. Oder ich habe das bei einem Zentralverwahrer und ich sage, okay, Zentralverwahrer, ich gebe jetzt dieses Goldstück Kayvan. Das gehört jetzt nicht mehr ihm, sondern gehört jetzt nicht mehr mir, sondern ihm. Und du sagst, okay, das ist für mich okay, ich vertraue auch diesem Zentralverwahrer. Und so war das ursprünglich, ja. Aber das Problem ist halt, dass wir immer mehr eine Zentralisierung hatten. Und ich meine, was ist denn damals passiert? Die Fed hat gesagt, ja, es ist verboten, Gold zu halten. Und wer Gold hält, kommt 10 Jahre in den Knast. Das ist doch unglaublich. Also solche Gesetze dürfen nicht erlaubt sein. Also es ist wirklich Wahnsinn. Und ja, dann wurde das Gold immer mehr eben an diesen einen zentralen Verwahrer gebracht, der dann eben auch rechtlich abgesichert wurde. Das ist das ganze Problem. Und hier sagt eben einige der österreichischen Schule eben heutzutage, wenn wir eben mehrere Verwahrer hätten, die eben auch wieder im Wettbewerb zueinander sind und wo man eben dann auch sagen kann, okay, ich gehe nur zu einem, der regelmäßig geprüft wird, dann hat man da durchaus bessere Chancen, sage ich mal, als in dem System jetzt. Aber man muss sagen, ja, Gold hat es schon viel eher erlaubt als Bitcoin, weil man eben auf diese Verwahrer angewiesen ist. Also das ist meines Erachtens eben das Hauptproblem von Gold. Also mit Bitcoin kann ich ja einfach mit meinem Wallet gehen und dir das schicken über das Netzwerk. Da brauche ich keinen Verwahrer. Also das ist wirklich das absolut fundamentale Unterschied zwischen Gold und Bitcoin. Dann haben wir halt noch weitere, dass Gold ist nicht so einfach zerteilbar, bei Bitcoin geht es schon. Also da haben wir eben noch weitere Vorteile. Wie du ja eh weißt, du warst in Wien an der Weile Bitcoin-Konferenz, da hatten, wo ich eben die, sage ich mal, Gold versus Bitcoin-Diskussion moderiert habe, und dann hab ich auch vor kurzem mir das Interview gehabt, gemeinsam mit zwei anderen Podcasters, John Wallis und Daniel Prince, gemeinsam mit dem Professor für Ökonomie von George Mason Universität, also ein sehr, sage ich mal, sehr vernünftig argumentierender Mensch und Professor, ist auch Senior Fellow vom Cato Institute, und das war auch immer wieder meine Frage, wie gesagt, ich meine, wir können uns am Ende des Tages immer nur auf Zahlen verlassen, die uns gegeben werden. Offizielle Zahlen. Also da hat er eben, ja, gemeint, ja, da gibt es das World Gold Council und so weiter, aber schlussendlich muss man ja auch wiederum einer, sage ich mal, eine Institution oder eine zentralen Institution, wie zum Beispiel dem World Gold Council oder den Zentralbanken, vertrauen darauf, dass die uns die korrekten Zahlen noch geben. Aber wie wir auch wissen, das ist ein offenes Geheimnis, gibt es viele Goldbestände, die eben nicht angeführt sind. Ja. Ja, ja. Man sagt uns immer wieder, ja, das ist der Stock, ne, also was da ist existierend, also was wir in Goldbestand haben, das sind angeblich ca. 200.000 Tonnen, und ein Flow,
also jährliche Mehrproduktion von, ich weiß nicht wie viel das sind, 2.000 bis 3.000 Tonnen, also nagel mich jetzt nicht fest. Und da geht es wieder um die Frage der Validierung, der Verifizierung. Wie viel ist wirklich da und wie viel wird wirklich? Und vor allem, wenn du mir jetzt ein Goldbarren, eine Goldmünze schickst, ich bin wieder angewiesen auf eine Technologie, die ich entweder haben müsste, um das unverzüglich die Authentizität und die Reinheit des Goldes zu verifizieren. Ist das jetzt 99,9% oder ist da doch vielleicht ein bisschen Tungsten drinnen? Also das sind so, glaube ich, Elemente, genau, die wirklich problematisch sind. Gold. Ja, Bitcoin kann ich sofort verifizieren. Bei dem Gold haben wir ja eben gesehen, dass da eben unreine Goldmünzen und Goldbarren unterwegs waren. Ja, das sind weitere Probleme. Mhm. Mit Bitcoin weißt du genau, wie viel Bitcoin es gibt und bei Gold weiß man das eben nicht. Ja. Nicht genauso. Ja. Und natürlich noch ein Punkt, ich meine, das habe ich halt auch halt angebracht und gedacht, okay, manche mögen das vielleicht, ich meine, heutzutage kann man ja auch schon Diamanten ja auch schon industriell erzeugen. Ja, also für mich ist es nicht so weit hergeholt, jetzt abgesehen jetzt von nuklear, subnuklearte Technologie oder Plasmatechnologie, aber angenommen, es gäbe es dann wirklich eine 0:1 technologische Innovation, die uns dann wirklich das ermöglicht, Gold, was auch immer, aus den unterirdischen Schichten der Erde oder von Asteroiden oder was auch immer zu meinen. Und nachdem wir jetzt sehen, wie exponentiell die Technologie sich entwickelt, was passiert dann eben mit der relativen Knappheit von Gold? Ja? Also dann ist es nur mehr ein Metall, ja, dass man natürlich industriell und als, nicht einmal wahrscheinlich mehr als Schmuckstück, weil das monetäre Premium dann verloren geht, dann verwenden. Ja? Und das sind so, glaube ich, Gedankengänge, ich glaube, die muss ich dessen bewusst sein. Ja, genau. Das ist auf jeden Fall schon sehr weit gedacht, aber durchaus möglich, keine Frage. Aber gut, ich habe mir auch überlegt, ja, was sind die Angriffsfaktoren für Bitcoin? Und da habe ich auch etwas, was sehr weit gedacht ist, aber durchaus auch, wo man auch mal drüber nachdenken kann, ist, dass wenn wir einen großen Sonnensturm haben, der könnte die Elektrizität lahmlegen. Und also wenn wir den absoluten Supergore haben, ist es anscheinend möglich, die Elektrizität auf der gesamten Welt lahmzulegen und es löscht dann auch die Datenbanken. Das heißt, alles, was wir so aufgeschrieben haben an Bitcoin, wäre dann weg. Aber ich meine, ich hoffe sehr, dass viele so schlau sind und ihre Node in einem Faradayschen Käfig haben, um da eben auch wieder entgegenzuwirken. Also das ist eine Gefahr, sage ich mal. Aber gut, wenn das kommt, dann haben wir auch andere Probleme. Ja, dann haben wir erstmal keine Elektrizität mehr. Absolut. Alles, die Autos fahren nicht mehr. Und noch eine andere Sache ist, dass es Orte gibt, wo ich jetzt kein Internet habe. Und ja klar, man kann Bitcoin auch über Radiowellen und so verteilen, aber verschicken. Aber das ist nicht so einfach. Also genau, also das Internet ist schon sehr sinnvoll zu haben und das ist auch eine Limitierung, sage ich mal. In den allermeisten Fällen ist es keine Limitierung, aber es gibt eben ein paar wenige Fälle, wo das eben durchaus ein Problem sein kann. Und von dem her, das muss man schon auch einfach mal im Hinterkopf haben, dass es da auch vielleicht Anwendungsfälle gibt auch, wo es einfacher ist, wenn man etwas Physisches hat und eben keine Elektrizität braucht. Also ich kenne zum Beispiel Orte, wo es halt einfach kein Internet gibt. Ja. Von dem her, ich persönlich bin der Meinung, dass Bitcoin sich durchsetzen wird als Zahlungsmittel für 99% der Zahlungen. Also es wird halt immer mehr werden, aber ja, es wird sich dann irgendwie einpendeln, bei fast allen Zahlungen werden über Bitcoin gemacht. Aber ich kann mir trotzdem immer noch vorstellen, dass eben in diesen spezifischen Fällen dann doch noch Gold oder irgendwas anderes als Zahlungsmittel sich durchsetzen kann. Und ich meine, man muss auch immer berücksichtigen, wir Bitcoiner, wir haben kein Problem mit Technik. Und manche haben halt einfach andere Präferenzen und das soll dann auch erlaubt sein. Also jeder sollte die Möglichkeit haben, das zu nutzen, wie er möchte. Was wirklich für mich eindeutig ist, ist, dass Bitcoin halt für Zahlungen über eine Distanz halt einfach enorm überlegen ist im Vergleich zu Bitcoin, im Vergleich zu Gold, sorry. Genau. Ja. Von dem her, ich kann mir eher vorstellen, für als physisches Cash. Ja.
Aber wer weiß, ja. Wir brauchen auf jeden Fall ein anderes System, das nicht mehr Kriminalität an der obersten Spitze erlaubt. Genau, ja. Also wirklich die Zentralisierung und die Kontrolle über das Geld zu obsolet zu machen. Genau. Bezug jetzt natürlich auf Bitcoin und Transaktionen, nämlich auch, wenn vor kurzem hat jetzt auch Blockstream ein tolles Projekt, was die alles rausbringen innerhalb kürzester Zeit, ein Kit, ein Satellitenkit jetzt rausgebracht, wo man im Prinzip jetzt, ich meine, mit dieser Geschwindigkeit der technologischen Innovation und Entwicklung braucht man dann auch das Internet nicht mehr. Das heißt, man wird dann auch nicht nur off-grid sein, also weg, also vom elektrischen Netz quasi unabhängig sein. Man könnte dann im Prinzip mit ganz wenig Energie oder Solarpanelen und einem Satellitenkit, ja, das quasi über eine Satellitenschüssel, eine kleine Satellitenschüssel vielleicht noch über den Computer verbunden mit einer Schnittstelle, man dann weiterhin auch unabhängig vom Netzwerk, also vom elektrischen Netz und vom Internet dann überhaupt unabhängig ist. Und das ist dann überhaupt, also wirklich wahre monetäre Evolution und Kommunikationsevolution, weil dann ist man unabhängig. Ja, ja gut, also ich habe mich sehr intensiv mit Frequenzen beschäftigt und habe auch persönlich da etwas ungute Erfahrungen gehabt. Ja, man muss das auf jeden Fall immer abwägen, auch die Vorteile der Technologie und aber auch die Nachteile auf die Gesundheit. Ich weiß jetzt nicht, auf welche Technologie das beruht, aber manche Satelliten, die extreme Frequenzen auf die Erde strahlen, sind durchaus schädlich für Mensch und Natur und das kann nicht sein. Aber ich bin mir sicher, dass wir da eine Technologie haben können, die nicht schädlich ist, die vielleicht auf einer anderen Frequenz läuft. Was hältst du von Radiosignalen? Was hältst du von Radiosignalen? Also, weil das ist ja mittlerweile auch schon möglich. Vielleicht jetzt nicht massentauglich natürlich, aber. Ja, Radiosignale sind nicht so schädlich wie jetzt High-Frequency, Hochfrequenzstrahlungen, aber haben auch schädliche Auswirkungen. Wie gesagt, das ist dann auch eine Abwägung. Und da sollte Wissenschaft erfolgen und die verschiedenen Frequenzen sollen ausgetestet werden. Mhm. Das wäre notwendig. Da bin ich voll bei dir, ja. Auch das, was das. 5G, also mit Blockstream muss ich mir mal anschauen. Das würde mich interessieren, auf welcher Frequenztechnologie das beruht. Also erfahrungsgemäß in Hochfrequenzen eher kritisch. Also ich habe mich mal auch mit der WLAN-Frequenz beschäftigt, die pulst auf der Wellenlänge, wo das eben Wasser verändert. Und unser Körper ist ja aus Wasser, so viel ist aus Wasser. Das hat mich schon auch zum Denken gebracht, aber ich habe mich zuerst tatsächlich mit 5G beschäftigt, das bei 60 GHz eben läuft. Also es gibt verschiedene 5Gs, eben eine 5G-Frequenz ist bei 60 GHz. Und da hat ein Telekommunikationsprovider eben eine Studie rausgegeben, dass es Sauerstoff verändert und absorbiert. Mhm, ja, das ist ja nachgewiesen, ja. Das ist ein absolut wissenschaftliches Faktum, ja, absolut. Da bin ich bei dir. Also wie gesagt, das ist aber nur bei diesen 60 Gigahertz. Wieso haben wir gerade genau das Schädliche? Ja, wir können irgendwie 55 Gigahertz haben und es ist weniger schädlich. Von dem her, hier muss wirklich wissenschaftliche Studien erfolgen. Bei allen verschiedenen Frequenzen, da müssen die gewählt werden, die am wenigsten schädlichen Einfluss haben. Und ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass es Frequenzen gibt, die gut sind. Ja, also damit habe ich mich auch beschäftigt. Ja, so. Ich glaube, das Problem ist, es müssten halt wie bei allen Substanzen oder Technologien Langzeitstudien gemacht werden. Über einen längeren Zeitraum. Und ich glaube, das ist das Problem. Also dass die Wissenschaft auch sowohl medizinisch, das medizinwissenschaftliche Establishment, auch die akademische, ist ja, wie wir jetzt von WHO und CDC und Fauci, rechter Hand von Trump und so, wenn es um Pandemien oder Epidemien geht, der seit Jahrzehnten, man weiß ja, wie Daten jetzt mittlerweile manipuliert und verzerrt worden sind bis jetzt. Ja, ich denke, man kann auch einfach mal mit Logik rangehen. Also, wenn wir wissen, dass diese Frequenz Sauerstoff verändert, dann können wir schon so von der Logik her merken, okay, ist vielleicht nicht so gut. Mhm. Ja, und da brauchen wir auch nicht unbedingt eine Langzeitstudie über 10 Jahre. Das ist natürlich alles gut, ja, aber Kurzzeitstudien können uns auch schon extrem viel Einblick geben. Und haben tatsächlich Schulkinder einen Test gemacht und haben eine Kresse direkt beim WLAN aufgestellt und eine Kresse woanders. Die Kresse beim WLAN ist eingegangen und die Kresse, die nicht beim WLAN war, hat überlebt. Ja.
Also man kann das auch selbst ein bisschen ausprobieren. Ja, indem man einfach observiert, einfach beobachtet. Ja. Ursache, Wirkung. Ja. Stefanie, wollen wir da nochmal zurückgehen? Ich meine, gibt es da einige Punkte, die du noch irgendwie hervorheben möchtest Ja, in gerne. deinem? Also diese zwei Aspekte würde ich eben noch gerne eingehen, wie eben Geld kreiert wird, dass es wirklich jeder versteht. Da haben wir hier eben das Schaubild, Banks create money in the process of credit creation. Und genau das Gleiche gilt eben auch für Zentralbanken. Zentralbanken und Banken können Geld kreieren im Prozess der Kreditvergabe. Was passiert da auf buchhalterischer Sicht? Man hat eine Bilanz, wo auf der einen Seite die Vermögenswerte sind. Also das ist zum Beispiel, die Vermögenswerte von dir, Kevan, sind zum Beispiel das Headset, das du hast und das Cash, das du auf der Bank hast. Und die Schulden, die du hast, sind deine Miete und so weiter. Und das ist eine Bilanz. Und bei einer Bilanz, wenn man da eine Transaktion einträgt, dann ist es immer notwendig, zwei Teile, also zwei Einträge zu bewegen. Das nennt man doppelte Buchführung. Und mit diesem Hintergrund bin ich dann natürlich auch herangegangen. Und wenn ein neuer Kredit entsteht, dann wird dieser Kredit auf der Asset-Seite bei der Bank hinterlegt, weil das ist ja ein Asset der Bank. Die Bank kann von jemand anderes etwas fordern. Deswegen ist es ein Vermögen letzten Endes. Und dieser Kredit wird dann auf dieser Asset-Seite draufgeschrieben. Und dann habe ich mich gefragt, okay, was passiert dann auf der anderen Seite? Wird da Geld rumgeschubst, also von den Savings Deposit oder so? Nee, das sieht man nicht, da ist keine Bewegung. Was passiert ist, der Kreditnehmer, der hat einen Bankaccount bei der Bank, also der hat da ein Konto und auf dem Konto wird einfach die Kreditsumme eingetragen. Und dabei Und genau diese Bankkonten, die sind auf der Liability-Seite der Bilanz bei der Bank, also auf der Schuldseite, weil das wird so genannt, dass du, Kevan, wenn du ein Konto bei der Bank hast, dann kannst du bei der Bank dein Geld einfordern. Und deswegen ist es eine Schuld der Bank dir gegenüber. Das heißt, ich müsste meine Forderung erstmal geltend machen. Das heißt, ich müsste das, es ist kein direkter Zugriff, sondern ich habe quasi ein Schuld, sag mal, eine Forderung, ein Forderungsanspruch. Ganz genau, Ja? ja. Okay. Und hier wird eben dann das Geld in deinem Konto einfach gut geschrieben und die Bilanz erweitert sich. Und so wird Geld aus dem Nichts kreiert. Also auf der Asset-Seite ist der neue Kredit, bei den Vermögenswerten, bei den Schulden wird in deinem Konto, das ja eine Schuld der Bank ist, wird das Geld zugeschrieben. Und das zeigt eben auch eindeutig, dass wir hier nicht dass die Bank nicht ein Verwahrer von dem Geld ist, weil dann wäre das keine Schuld, das würde gar nicht auf der Bilanz auftauchen. Aber die Bank ist eigentlich ein unglaublich risikohaftes Investmentvehikel. Ja, absolut. Und das wissen einige noch nicht. Also man müsste auch dringend diese Tätigkeit der Bank differenzieren in einerseits Verwahrung von Geld und andererseits Investment von Geld. Und die Bank müsste transparent sein, wo das investiert wird. Und das ist nicht der Fall. Das heißt, für die Bank ist es eigentlich, für die Bank selbst ist es ein Nullsummenspiel. Die tun da irgendwelche Zahlen auf S, also auf, was man, auf, sag mal, auf Anlagen und Forderung oder sag mal Schuldseite einfach hin und her jonglieren. Aber die Haftung trägt oder das Risiko trägt dann schlussendlich ja Der Bürger, der ganz Bürger, genau. der Kreditnehmer. Ja. Sag mal, Aber was ich hier dich noch ganz schon. kurz. Ja, Die sag. Zentralbank kann ja die Banken beliebig viel retten. Genau. Deshalb heißt Also, es auf Lenders of Last Resort, ne? Also genau. der Und deswegen Kreditgeber eine der letzten große Instanz. Diskussion, ist das, was du bei der Bank hast, ist es sicher oder nicht? Und manche sagen ja, weil die Zentralbank ja unbegrenzt die Banken retten wird. Also ich glaube nicht, dass das unbegrenzt so läuft. Ich glaube, dass wir dann einen Systemwandel haben werden. Aber das kann schon noch eine Weile weitergehen. Ja.
Also unglaublich. Okay, Stephanie, was ich dich noch fragen wollte, weil ich habe mich ja wie ein bisschen mit einigen Artikeln von der Bank für internationalen Zahlungsausgleich, quasi Zentralbanken in der Schweiz im eigenen Territorium hat, die ist wirklich aber sowas von nicht transparent und ominös. Inwieweit werden die Zinsen quasi zentralisiert diktiert oder vorgegeben, wenn es um Kredite geht? Oder? Das ist eine ganz, ganz gute Frage. Ich komme da gleich drauf zurück. Ich würde gerne noch kurz, was auch damit zusammenhängt, eben dazu erzählen. Also wenn die Bank, die gewinnt bei dieser Kreditvergabe, kann sie sich nicht selbst einfach Geld zuschreiben. Aber die Bank, ihr Business Model ist eben die Zinsen. Das heißt, sie möchte dann auch so viel wie möglich Kredite ausgeben, um dann eben Zinsen zu erhalten. Und das ist dann ihr Business Model. Und da aber die Zinsen immer mehr gesenkt wurden, muss sie eigentlich noch mehr Kredite vergeben. Und die Leute, die sagen ja, die Leute wollen zu wenig Kredite nehmen. Das ist deren Problem. Die wollen eigentlich noch mehr Geld verteilen. Und mit dieser Niedrigzinsphase haben die Banken echt ein Problem zu überleben. Also es ist ganz witzig, weil die Banken hatten davor, konnten ihre Kredite, Geld aus dem Nichts kreieren, mit guten Zins konnten sie da gut Geld machen, kein Problem. Als wurde es so reduziert würde, werden richtig die Banken an ihre Grenze gebracht. Und das haben viele auch nicht verstanden. Und ich sehe wirklich diese Entwicklung, dass die Banken immer mehr von der Zentralbank geschluckt werden oder komplett aufhören zu existieren. Und wir haben eine Wallet bei der Zentralbank, wir wissen nicht genau, wie das dann läuft, aber deswegen brauchen wir Bitcoin, weil das kann nicht so weitergehen. Und also zurück zur Bank of International Settlement. Also so wie ich das verstanden habe, ich habe da noch nicht in die Tiefe recherchiert, das habe ich aber noch vor. Habe auch das Buch schon besorgt, das du mir da empfohlen hast. und diese Bank of International Settlement trifft sich ja jeden Monat, treffen sich da ganz viele Leute von den Zentralbanken und Banken, soweit ich weiß. Ich weiß, muss ich nochmal genau nachschauen, aber die Top-Leute. Und das ist nicht dokumentiert, wir wissen nicht, was die machen. Und ich schätze durchaus, dass Zins ein Thema sein wird und dass dieser Zins ja dann von der Zentralbank eben vorgegeben wird. Und dieser Zins beeinflusst die Banken und beeinflusst dann die gesamte Ökonomie. Also manche sagen dann immer, letzten Endes sind ja dann die Bürger oder die Kreditnehmer, die dann die Kreditmenge beeinflussen. Aber letzten Endes ist dieser Zins, wie der gesetzt wird, das beeinflusst die Geldschöpfung, beeinflusst die Ökonomie zu einem massiven Ausmaß. Und vor allem, wie tief sich die Staaten dann auch, weil ich glaube, das ist das Incentive auch diese Zentralbank oder die Eigentümer, die privaten Eigentümer, man muss das sich das auf der Zunge zergehen lassen. Die Bank für internationalen Zahlungsausgleich ist eine private Institution, eine private Entität, die wiederum von privaten, vollkommen anonymen Shareholders oder Banken, also wir wissen schon, dass das die auch teilweise die Bank von England, Bank of Japan und ich weiß nicht, also verschiedene Zentralbanken aus verschiedenen Zentralbanken zusammengesetzt ist, aber auch anderen Finanzinstitutionen. Also wir wissen nicht, wer das ist, aber es ist eine rein private Institution, die absolut unberührbar ist, ja, nicht haftbar und nicht zurechenbar und vor allem immun ist, ja, für jegliche Handlungen. Ja, ähnliche Parallele haben wir auch im medizinischen System und immer mehr Menschen erkennen das jetzt mit WHO und so weiter. Also das ist gut. Aber ja, wir sind daran, sage ich mal, eher das dann offen zu legen, was im Finanzsystem passiert. Und Ben Kaufmann hat es ja schon schön dargelegt in seinem Artikel Bitcoin and the Business Cycle, wie schädlich zu niedrige Zinsen für die Ökonomie, für die Wirtschaft sind, weil bei einem niedrigen Zins haben dann die Entrepreneurs einen Anreiz, diesen Zins eben aufzunehmen und damit eben Geschäfte zu machen. Aber eigentlich war der Zins höher und dabei waren sie eigentlich unrentabel und irgendwann muss es sich wieder anpassen. So, das ist die Idee mit Boom und Bust Cycle. Und dadurch wurde immer künstlich etwas verändert und deswegen künstlich auch Anomalien geschaffen. Und das sehen wir eben im großen Stil im Finanzsystem.
Jetzt mit Negativzinsen ist ja der absolute Wahnsinn. Du kriegst Geld dafür, dass man Kredite aufnimmt. Also es ist alles verkehrt. Und von dem her hat es eigentlich einen enorm negativen Einfluss auf die Wirtschaft. Aber was wird uns gesagt? Ja, wir müssen mehr Geld in die Wirtschaft pumpen, um die Wirtschaft anzukurbeln. Aber genau das Gegenteil passiert. Also es werden eigentlich Werte werden zerstört dabei. Und das gesamte System wird verzerrt. Und Sparer können auch nicht mehr sparen. Und eigentlich haben wir nur einen Vermögenstransfer, weil diejenigen, die dann das Geld zuerst bekommen, Cantillon-Effekt, sind dann diejenigen, die dann davon am meisten profitieren. Und was passiert? Die Menschen werden en masse in die Schuld getrieben, weil das System ist ein Schuldgeldsystem. Es ist eigentlich gar nicht dazu gedacht, dass man Geld mehr besitzt, sondern es ist alles nur noch Schulden. Da habe ich mich auch mit Alexander Bechtel darüber unterhalten. Also der hat auch erklärt das System relativ gut, sehr gut sogar. Und von dem her, also je tiefer ich da auch eingestiegen bin, desto mehr war ich auch geschockt, wie das System eigentlich funktioniert und wie sehr, ja, das die Menschen in die Schuld treibt, wie sehr das die Wirtschaft verzerrt, wie sehr das Wirtschaften auch Werte zerstört wirklich, eben wie Ben das so schön gesagt hat. Und was sagen Sie? Ja, wir müssen die Wirtschaft ankurbeln, wir müssen mehr Preisstabilität haben. Aber was haben wir? Nee, wir haben Inflation, wir haben die Assetpreise, die niemand kann sich mehr ein Haus leisten. Das ist alles dem Finanzsystem geschuldet. Das heißt, und vor allem muss man wirklich die Inflation verstehen, was da abläuft. Erstmal gibt es eine versteckte Inflation und nicht, also so wie die Inflation gemessen wird, laut, ich weiß nicht, einem Warenkorb von Konsumentenpreisen. Ich meine, das ist doch alles ein Schwachsinn, oder? Ich meine, die wahre Inflation ist ja eigentlich wieder gar nicht mal ausgewertet oder überhaupt Genau. gesehen oder anerkannt. Ja? Ja, das ist eben die Frage, was ist dann die wahre Inflation? Eigentlich müsste man alle Werte messen Richtig. und schauen, wie die sich verändern, um die Inflation wirklich zu berücksichtigen. Aber es wird halt eben nur dieser Consumer Price Index hergenommen, dieser Warenkorb. Und das sieht man wieder. Ja, die Leute sollen nur vielleicht das Allernötigste haben, aber bloß kein eigenes Eigentum. Also das Eigentum ging ja auch eher nach oben, also die Preise für Immobilien. Ich meine, jeder erlebt das. Die Mieten sind enorm gestiegen. Und so werden wir immer mehr, eben haben wir immer weniger Freiheit. Und das ist inhärent im System. Ja, und jetzt verstehe ich auch, warum die Boomers, also die Boomers, wer sind die Menschen, die Jahrgang, wann geboren sind, 50er Jahre, 60er, die Boomers sind Ja, irgendwie so. Babyboomers vielleicht auch. Ich meine, die haben natürlich extrem von der Inflation profitiert, weil die eben auf solche Vermögensanlagen gesessen sind, unter anderem Aktien, Grundstück, Immobilien. Und natürlich durch diese ständige Geld aus dem Nichtsdrucken der Zentralbanken wird es ja auch automatisiert, so wie es jetzt auch. Ja. Deshalb Genau. sieht man ja auch, dass der Aktienmarkt komplett entkoppelt ist von der Realität. Ja. Ja, das wird ständig aufgepumpt. Das ist ja auch eine Art von Inflation, aber natürlich, ne, gut für die Boomers oder für die, die halt auf gewaltigen Vermögensanlagen sitzen. Und da werden natürlich diese Grundstücks-, Immobilien- und Aktienpreise in die Höhe getrieben. Was ich dich noch fragen wollte, willst du noch ein bisschen darauf kommentieren über den Begriff Zombifizierung der Unternehmen, der Dr. Markus Kral vielleicht geprägt hat oder so? Ja. Vielleicht kurz bevor ich darauf eingehe, wir müssen wirklich immer unterscheiden, wer profitiert von diesem System. Und diejenigen, die Vermögenswerte halten, wie Häuser oder Aktien, die haben eben, wie du gesagt hast, davon profitiert. Und ich würde aber dann jetzt nicht sagen, ah, die Boomers haben alle davon profitiert, die vielleicht schon auch, aber gut, auch da sehe ich jetzt Leute, die Probleme haben, weil die halt dann neue Häuser mit Kredit gekauft haben Ja, vor allem und die Mittelschicht, oder? Die Mittel- und obere Mittelschicht. Die, genau, ich glaube, die genau. sind jetzt wirklich irgendwas Langsames Ich würde ausradiert. das auch eher so differenzieren zwischen Mittelschicht, Oberschicht, Unterschicht. Und die Oberschicht und da insbesondere die Top-Top-Oberschicht, die profitiert am meisten davon. Weil die haben auch so viel Vermögensgegenstände, die nehmen halt dann Kredit auf, sie bringen Geld, legen das an, dann haben sie den Leverage-Effekt, weil das, wo sie es anlegen, da geht der Preis dann mehr hoch. Und so können die dadurch eben Profite machen und gewinnen. Und der Witz ist, was ich auch nicht verstanden habe vor einem halben Jahr noch, war, dass ein Anstieg in den Vermögenswerten ja letzten Endes eine Inflation ist. Also das ist alles durch dieses Gelddrucken entstanden.
Und da kann ich auch diesen den Film Wahrheitsbank Zen irgendwas, das war in Japan ein Film über das Zentralbankenwesen in Japan. Und da wurde das ein bisschen dargelegt, was da eigentlich die Zentralbank gemacht. Die in Japan sind ja schon ein bisschen voraus immer. Und da kann man ein bisschen sehen, okay, in welche Richtung bewegt sich das. Und es ist richtig im System ein Aushöhlen der mittleren Unterschicht, dann Mittelschicht, ja. Und dann werden alle immer weiter runtergebracht und die Spanne zwischen Arm und Reich weitet sich, ja. Weil wenn klar, ein paar Leute können das Geld neu kreieren, können das nutzen, wieder anzulegen und so weiter, klar, haben die dann den Vorteil dadurch. Aber jetzt zum Beispiel könnte man sagen, ja, jeder kann ja einen Kredit aufnehmen, aber wenn man halt keine großen Vermögenswerte hat, dann kriegt man erstens keinen guten Zins. Und zweitens, falls man den dann nicht mehr bedienen kann, dann hat man echt das Problem und muss vielleicht persönliche Insolvenz anmelden. Aber wenn ich so viele Vermögenswerte geparkt habe, kann ich den Kredit ohne Probleme bedienen. Und das ist übrigens das Business-Konzept von Private Equity. Die nehmen ja viel Fremdkapital auf, machen dann über einen Leverage, können sie dann die Firma eben neu strukturieren und dann eben auch wieder zu ganz hohem Preis verkaufen. Genau. Gehen wir nochmal zurück auf den Artikel. Okay, also das haben wir, glaube ich, jetzt auch ganz gut abgedeckt und besprochen. Genau, also der Artikel zeigt wirklich die Balance erstmal, dann zeigt er auch die Sicht der österreichischen Schule mit Rothbard und dann gehe ich darauf ein, auf eine empirische Studie von Professor Richard Werner, die ist auch sehr interessant, die zeigt genau, was eben an der Bilanz bewegt wurde und dann gehe ich eben auch auf diese zwei Publikationen von den Zentralbanken ein und von dem her, wir haben einfach überwältigende Belege, dass Geld aus dem Nichts kreiert wird, bei Kreditvergabe und auch beim Aufkaufen von Assets. Und da können wir noch mal reingehen, Kelvin. Das hatten wir nämlich noch nicht. Und das habe ich tatsächlich auch erst jetzt im letzten Monat verstanden. Das hat mich noch mal mehr geschockt. Ja, wenn du noch mal hochgehst bei diesem einen Schaubild, weißt du? Genau hier. Banks create money in the process of buying assets. Und das ist wirklich heftig. Also man kann sich vorstellen, ein Pensionsfonds verkauft jetzt Aktien an die Bank. Und was macht die Aktien? Die legt, was macht die Bank? Die Bank legt diese Aktien auf die Asset-Seite, auf die Vermögenswerte. Das ist ja ein Vermögen, den ich habe. Das ist ja wie ein Stift, das ist, sage ich mal, wie ein Stift. Oder es ist halt ein Vermögenswert, das ist ein Anspruch auf die Dividende zum Beispiel. Und das kann ich dann auch wieder verkaufen. Das ist ein Teil des Unternehmens, sage ich mal. Und auf der Schuldseite wird dann dieses Geld dem Verkäufer einfach gutgeschrieben. Das heißt, hier erweitert sich die Bilanz genau wie in dem Beispiel davor. Das heißt, es ist nicht irgendwie Werte, die die Bank hat oder Geld, das die Bank hat, das dann dem Pensionsfonds gegeben wird. Nee, das wird einfach neu kreiert. Und das ist Und doch so somit krass. die Geldmenge ausgeweitet, So wird die expandiert, richtig? genau, so wird auch Okay. die Geldmenge ausgeweitet. Das ist doch unglaublich, dass eine Partei rechtlich gesehen, dass es Standard ist und dass es rechtlich abgedeckt wird, dass eine Partei aus dem Nichts einfach Vermögenswerte aufkaufen kann. Und es sind eben nicht nur die Zentralbanken, sondern auch die Banken. Und da kann man sich mal vorstellen, ja, das Monopol der Geldschöpfung liegt bei denen und so können sie halt dann die gesamte Wirtschaft übernehmen. Einerseits über die Zinssteuerung sowieso, aber sie können halt immer mehr die Leute verschulden und weil so kommst du an das Geld ran und dann können sie auch noch die Vermögenswerte aufkaufen. Das ist Wahnsinn. Ich glaube, wir müssen das ein bisschen, also es funktioniert schon so. Würdest du sagen, dass prinzipiell funktioniert das global mit jeder Bank, kommerziellen Bank und also dieses Zusammenspiel von Zentralbank, Bank und kommerzielle Bank, ist das überall so? Ja, Würdest du sagen? gesehen, ja. Okay, ja, na, damit das auch klar ist für unsere Zuhörer und Allen Zuhörerinnen. Ländern das recherchiert, klar. Und also was ich eben recherchiert habe, ist eben bei der Bank of England und bei der Zentralbank in Deutschland, Bundesbank und eben bei der Fed habe ich auch recherchiert.
Aber gut, ich gehe jetzt überhaupt nicht davon aus, dass manche dieses Prinzip von Custody haben, also von Verwahren von Geld, von Investments. Also das wäre mir sehr neu, also in Bitcoin. Also vom Prozedere der Geldkreation wird es und ist es mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, sage ich mal, nicht anders in Österreich, Deutschland oder sonst irgendwo, Also ich gehe mal oder? stark davon aus, dass sie die gleiche Software nutzen oder sehr ähnlich. Richtig, ja, okay, na, das muss halt klar mal zum Ausdruck kommen. Also in Europa ist es an Sicherheitsgrenzen der Wahrscheinlichkeit gleich, weil wir haben ja die Zentralbank, also es ist ja eh alles vereinheitlicht worden. Wir haben ja die EZB, die allen drüber steht. Okay, und jetzt, Stefanie, jetzt wollen wir über die Lösungen sprechen, weil du schreibst dann, also nachdem du noch einen schönen Absatz geschrieben hast, Bitcoin is the way out. Also Bitcoin ist sagen, das Exit, ja, aus diesem Wahnsinn. Ja. Ja, genau. Also was brauchen wir? Wir brauchen ein Geld, wo keine zentrale Instanz Geld aus dem Nichts kreieren kann, wie die Banken oder die Zentralbanken. Das darf es nicht geben. Bei Gold haben wir das, dass du in die Mine gehst und das Gold schürfst. Und bei Bitcoin haben wir die Miner, die über ihre Rechenpower neue Bitcoins schürfen. Also hier ist es keine zentrale Instanz, die aus dem Nichts Geld kreieren kann, sondern es muss immer Arbeit hineinfließen. Und die Miners haben ja nicht unbedingt, die sind ja ungefähr gerade so an der Profitabilität oder auch mal drunter. Also es ist jetzt nicht, dass sie da viel Kohle damit machen können. Und das ist notwendig. Und es darf eben nicht gehackt werden. Und Bitcoin wissen wir ja mittlerweile, dass durch die Dezentralität kann es nicht gehackt werden. Da kann nicht einer plötzlich sagen, okay, ich kriege jetzt plötzlich 100 Bitcoin pro Block. Oder ja, die können sich abspalten, aber dann haben wir halt, ja, dann sagen die anderen, ja, nee, ich mache da nicht mit. Und die haben ja alle ein Interesse daran, diese Protokollregeln beizubehalten. Genau, die Spieltheorie, ne, Game-Spieltheorie, Incentives, Anreiz, ja, System. Genau. Ja, die sind ja alle investiert. Und wenn jetzt Bitcoin plötzlich doppelt so viel Coins kreiert werden würden, dann würden ja die neuen Miner unproportional viel Vorteile daraus haben. Und das wollen die alle nicht. Nee, die wollen alle genau diese Regeln. Und das ist das absolut Faszinierende an Bitcoin aus anreiztechnischer Sicht. Also bei Bitcoin wissen wir, dass die Anzahl der Bitcoin begrenzt ist, auf eben diese 21 Millionen. Bei Gold wissen wir auch, dass es begrenzt ist. Aber außer, wenn du kommst, ja, dass wir neue Verfahren haben, wie wir Gold über das Labor entwickeln können. Also das ist schon mal das Wichtigste. Und dann müssen wir halt eben schauen, okay, welche weiteren Vorteile haben diese verschiedenen Geldmöglichkeiten? Also vielleicht nochmal eine Sache. Silber ist ja zum Beispiel auch begrenzt oder ich sag mal, die Anzahl an Möhren sind auch begrenzt, solche Dinge. Aber das ist kein sinnvolles Geld, weil im Jahr mehr kreiert werden können oder sehr viel kreiert werden können, als bisher existieren. Also dieses Stock-to-Flow ist hier wichtig. Wir brauchen einen geringen Stock-to-Flow. Genau. Nee, einen Na, Flow. ein höheres. Also, Stock, Ja. ich habe das auch immer sogar, das erfährt dann am Musatz in seinem Buch. Ich habe ihn Genau. darauf hingewiesen, zweimal das falsch beschrieben. Er wird wahrscheinlich in der neuen Edition das korrigieren. Nein, also es geht wirklich, je höher sozusagen das Stock-to-Flow-Ratio ist, also das Verhältnis von Stock-to-Flow, also Genau. dieses Verhältnismäßigkeitszahl. Also bei Gold, wie weit, ich glaube, es ist bei 55, Genau. 57 und bald wird dann vielleicht bei der nächsten, vielleicht nicht bei jetzigen Halbierung, jetzt im Mai 2020, aber 2024, dann wird tatsächlich dann das Stock-to-Flow-Ratio von Bitcoin Gold bei weitem übersteigen. Ja. Ja, beim nächsten Mal ist es ja so in der Gegend, ja. Also Stock-to-Flow vielleicht für diejenigen, die das nicht wissen. Stock ist das, was wir bereits haben. Ich sag mal die Tonnen von Gold. Bei Gold kann man sich vielleicht ein bisschen leichter vorstellen. Und dann Flow ist die Anzahl der neu geschürften Goldmünzen oder Goldkilos. Ja, genau. Bei Bitcoin, ja gut, für die Bitcoin ist es sich vielleicht so auch leichter zu verstehen. Es ist die Anzahl der bereits geschürften Bitcoins oder bereits gemeinten mit Bitcoins und geteilt durch die neu gemeinten Bitcoins. Und durch das Halving wird ja immer nur, geht ja der Flow, also die neu geschifften Bitcoins gehen ja nach unten und deswegen geht dieser Wert nach oben. Und dieser Wert, also Stock-to-Flow, ist ein Maß für Scarcity, für Knappheit.
Genau, und das brauchen wir. Aber wie wir gesehen haben, die Möhren funktionieren hier nicht. Aber das Gold und Bitcoin funktioniert prinzipiell. Es ist eine gewisse Knappheit vorhanden. Genau, und dann müssen wir eben die weiteren Vor- und Nachteile eben von diesen verschiedenen Geldformen eben evaluieren. Und das haben wir ja schon gemacht. Also wir haben ja schon gesagt, weshalb Bitcoin in den allermeisten Fällen erhebliche Vorteile hat. Und deswegen denke ich auch, dass sich das durchsetzen wird. Die Menschen werden ja auch immer mehr technikaffin. Ja, und deswegen sehe ich, dass dann Bitcoin eben die Alternative ist. Und bei Bitcoin haben wir dann eben auch die Möglichkeit, dass ich ganz klar unterscheide, welche Bitcoin verwahre ich selbst oder gebe ich einem Verwahrer. Und da wieder, hatte ich ja schon mal gesagt, sehr darauf achten, wem ich das gebe, dass ich eben die Adresse genau nachschauen kann, wie viele Bitcoins da noch da sind und so. Und am besten aber möglichst viele auch selbst halten, aber gut, hat halt eben auch seine Nachteile. Und ja, also das ist der riesige Vorteil von Bitcoin. Und was wir dann dazu eben auch noch, und dann kann ich eben genau entscheiden, welche Bitcoins ich anlege oder welche ich investiere. Und dann weiß ich aber, okay, ich investiere in dieses Unternehmen, das hat diese Risiken und da kann ich vielleicht auch die Bitcoins verlieren, weil der das nicht zurückzahlen kann. Und da würde ich eben auch genau aufpassen. Es gibt ja schon diese Angebote, BlockFi und so weiter, die machen das. Und da muss man halt auch genau das Risiko kennen, also in was investiere ich da. Die Bitcoins können ja dann prinzipiell auch weg sein. Und ja, ich habe da auch noch ein paar sehr kritische Stimmen dazu gehört, zu dem konkret. Also da muss man genau dann auch sein Research machen, weil hier ist kein einfaches Bailout. Das gibt es dann nicht mehr. Und diese Trennung ist extrem wichtig. Und das können wir dann eben über Bitcoin viel leichter wieder haben. Ja, genau, also von dem her, ich sehe, dass Bitcoin da wirklich ein neues System uns liefern kann. Wir brauchen aber auch Bitcoin, dass wir einfach Zahlungen machen können, ohne diese hohen Gebühren. Deswegen setze ich eben sehr auf Lightning. Ich weiß, dass sehr viele super schlaue Köpfe daran arbeiten. Und ja, da muss jetzt was geschaffen werden. Es muss so benutzerfreundlich wie möglich geschaffen werden, dass wir eben hier auch immer mehr Adoption haben können. Ja, genau. Ja, ich meine, du hast schon recht. Es wird auf jeden Fall, die Technologien müssen auch nutzerfreundlicher werden. Und deshalb habe ich ja vor ein paar Tagen aus Frustration heraus aufgrund des Mangels der Nutzerfreundlichkeit, ich meine, nicht jeder Mensch oder auch, weil meine Top-Priorität oder Strategie wäre es, also wenn ich wirklich das umsetzen könnte mit Hilfe von schlauen Köpfen, wie du sagst, ja, dass wir zunächst einmal Kleinunternehmer, Unternehmerinnen, Geschäftsleute, Leute, die Business haben, ja, einfach mal mit einer zahlungsalternativen, optionalen Zahlungsinfrastruktur Bitcoin auszustatten, damit eben diese Geschäftsleute, die Unternehmer auch zumindest mal die Möglichkeit haben, ihren Kunden und Kundinnen vielleicht mit einem kleinen Rabatt, ja, über eine App, ja, die Kunden, Kundinnen downloaden, einfach nur so, ja, einfach das, was sie schon kennen, die Möglichkeit haben, zumindest mal mit Bitcoin einfach zu zahlen schon. Ja, dann kommen wir sozusagen aus dieser HODL-Wertanlagen-Dimension mal heraus in die Tauschmittelphase der monetären Evolution. Ja. Und sobald wir diese kritische Masse erreichen, ja, angenommen, ja, 5-10% aller Geschäftsleute, sagen wir mal, oder Unternehmer in Deutschland, ja, würden Bitcoin als Zahlungsmittel adoptieren oder das auch anbieten können. Ich glaube, das würde dann mit den allen anderen Faktoren, die sich jetzt entfalten, ja, Inflation und immer mehr Makroökonomen, Makroinvestoren wachen jetzt auf und sagen, hey, das ist jetzt wirklich vergleichbar mit Gold wie in den 70ern, ja, da muss man jetzt, weil das eben das härteste Geld ist. Ja. Ja. Und ich glaube, da gibt es immer verschiedene Parameter, verschiedene Maßnahmen, die wir jetzt individuell, aber auch kollektiv als Gesellschaft ergreifen können. Aber dazu, deshalb, ja, wollte ich dich auch so gern jetzt für dieses Interview haben, Stefanie, weil es ist so verdammt wichtig jetzt, dass die Menschen jetzt die Ursachen verstehen. Was ist Geld? Woher kommt das Geld? Was sind die Ursachen für all diese Symptome, die wir gerade erleben? Ja, auf sozialer, ökonomischer, auf existenzieller Ebene, die gesamte, ja, diese ganze Politisierung von Covid-19 oder Corona oder was auch immer, SARS-CoV-2 oder was auch immer das heißt, also die Komplexität wirklich zu simplifizieren. Und ich glaube, dass
würde vielen, vielen Menschen jetzt helfen, zuerst zu verstehen und dann in die Action zu gehen. Ja, genau das ist das, was ich vorhabe. Also den Leuten wirklich zu erklären, wie das Finanzsystem funktioniert und dass eben zentrale Parteien durchaus Geld aus dem Nichts schaffen können. Und also ich lehre ja auch an der Uni, und wenn ich das meinen Studenten erkläre, dann erkläre ich denen ungefähr 15 Minuten, maximal 30 Minuten, so das Grundkonzept, wie Geld funktioniert, wie Geld geschaffen wird im Finanzsystem. Und dann sage ich, ja, bei Bitcoin kann es keine zentrale Instanz machen. Dann haben sie gleich verstanden, wieso Bitcoin sinnvoll ist und wieso das derzeitige System nicht okay ist. Also man kann das schon gut erklären, ja. Und ich denke, dass immer mehr Menschen jetzt aufwachen, nicht nur hinsichtlich des Finanzsystems, sondern auch hinsichtlich anderer Faktoren. Ich habe gerade das Gefühl, dass andere Themen gerade mehr im Fokus stehen und dass aber unser Thema noch so richtig heiß wird, wenn wir mehr Inflation haben werden, wenn wir noch mehr Bankenrettungen haben, wenn die Menschen dann vielleicht ihre Rente verlieren. Und wow, also ich glaube, dann werden wir nochmal eine richtige... Das ist real. Ich meine, was uns da gerade bevorsteht. Ja, genau. Absolut. Also ich meine, viele haben ja nur ein Fiat angelegt, ja. Also es wird schon wirklich sehr, sehr aufregend, wie das da weitergeht. Und ich denke, dass wir dann wirklich auch ganz große Wellen haben werden, die sich Bitcoin anschauen, die Bitcoin adoptieren werden, die sich für diese Themen noch mehr interessieren. Aber ich sehe das auch jetzt schon, dass immer mehr Menschen sich diesen Themen widmen und auch immer mehr verstehen, ja. Man muss erstmal an sich heranlassen, die Möglichkeit offen zu haben, dass dieses System vielleicht nicht für den Bürger oder für den Bürger gemacht ist. Ja, aber ich meine, beim Finanzsystem merken die Leute das richtig schon. Die merken, dass die Mieten höher sind, dass sie sich nicht, dass sie keine Ersparnisse haben, dass die Mittelschicht immer mehr. Also es ist eine gelebte Realität. Von dem her sehe ich da auch relativ leicht die Bereitschaft, also im Vergleich, ja. Also manche sind da, denken so, ja, Central Bank Digital Currency rettet uns. Ja, und. Oder lieber Staat, hilf uns, ja. Also. Sie hat dann einfach dem System weiterhin Vertrauen. Ja, ich meine, ich verstehe schon, ich habe wirklich Empathie. Ich verstehe den Hilfeschrei, den Hilferuf, die Verzweiflung, die Frustration. Das Problem, was mich so, und ich weiß nicht, ob du das Interview gehört hast, das ich mit Jeff Booth gemacht habe. Der ist mittlerweile auch schon sehr viral jetzt mit seinem Buch jetzt, The Price of Tomorrow, der Preis von morgen quasi. Hoffentlich wird das auf Deutsch übersetzt. Ich würde dich wirklich bitten, das Buch mal zu lesen, dann könnten wir vielleicht ein weiteres Gespräch führen. Ich glaube, er ist einer der Missing Links, die da fehlen, weil er kommt aus dem Entrepreneurship, aus der Investition, aus dem technologischen Bereich und sagt eben, die Deflation, also quasi immer sinkende Preise, ist nicht mehr aufzuhalten. Die Technologie ist an sich deflationär. Ja? Und was mir so wehtut, also irgendwie, also nicht wehtut, aber irgendwie denke ich mir, es wäre doch schön, wenn die Menschen begreifen würden, was ihnen für eine wirklich eine Zivilisation, eine Zukunft bevorsteht, basierend auf Überfluss, auf Prosperität, auf weniger Arbeiten. Ja, wir können unsere Technologie sogar zu Nutzer machen. Und wenn wir dann noch eben ein härtestes Geld, knappestes Geld wie Bitcoin haben, also wirklich einen gesunden Boden, auf dem das Ganze aufgedeihen kann, auf der ersten, zweiten, dritten, vierten Schicht, ja, ich glaube, die Menschheit hat nicht einmal eine Vorstellung davon, wie schön die Zukunft sein kann, ja? Wenn wir mal ein sound, also vernünftiges, rationales, ethisches, logisches und vor allem, ja, wie würdest du das bezeichnen? Ich meine. Ja, auf jeden Fall. Also je tiefer man da ins Rabbit Hole einsteigt und sieht, was versteckt liegt, zum Beispiel auch neue Technologien und Patente, die wegen nationaler Sicherheit nicht an die Öffentlichkeit kamen. Wenn man versteht, wie dieses Rechtssystem die Menschen eigentlich einengt, wenn man sagt, okay, man kann jetzt nicht da einfach sich ein Stück Land kaufen, weil das ist erstens super teuer und zweitens brauche ich da eine Baugenehmigung und die kriege ich dann vielleicht gar nicht. Ich bin ja total eingesperrt. Dieses Recht, also das hatte ich auch in diese Tiefe noch nicht verstanden, wie diese gesamten,
Ja, diese, ja, es ist unglaublich, dass man einfach nicht in sich sein eigenes Landstück haben kann und dort auch nachhaltig wirtschaften kann. Und stattdessen wird man immer mehr in kleine Räume eingezwängt und ist dann voneinander abhängig. Also so Selbstständigkeit und auch ja, selbstständiges Leben ist immer mehr erschwert. Und wenn wir das aufbrechen, wenn das vereinfacht wird, wenn die Menschen auch nachhaltiger auch ja, umgehen mit allem, da sehe ich eben durchaus mehr Wohlstand und mehr Fülle, richtig Ja, Fülle. absolut. Ja. Weil das ist das System, das uns diese Fülle verwehrt. Und ich sehe, ich habe mich, also ich sehe es durchaus, also das ist jetzt wirklich sehr, sehr neu für viele vielleicht, aber ich sehe es als möglich, dass wenn wir das so weit treiben, dass wir diese Technologien voll nutzen, jeder hat Zugriff zu diesen neuen Technologien, dass wir dann Absolut. auch irgendwann kein Geld mehr brauchen. Aber das ist weit gedacht. Na, vor allem brauchen wir dann auch auf jeden Fall auch nicht, weil das ist ja das, was glaube ich nicht verstanden wird, diese ganzen Diskussionen über Universal Basic Income, also das bedingungslose Grundeinkommen, brauchen wir dann nicht einmal mehr, weil dann der Überfluss dann schon so weit ist, dass jeder wird wirklich dann nur mehr zum Arbeiten, die Arbeit wird zum ersten Mal Spaß machen. Du wirst vielleicht 10, 15 Stunden in der Woche arbeiten und zum ersten Mal können Menschen, ich kenne viele Menschen, die in ihrem Job stecken, die sie hassen. Sie hassen ihren Job. Ich meine, das muss man sich ja vorstellen. Ja? Und da kommt dann natürlich auch diese ganzen Krankheiten, die Frustration, die Depressionen und so weiter, dieses Unglück einfach. Ja? Und wozu brauchen wir dann noch ein bedingungsloses Grundeinkommen, frage ich mich Also dann. ein bedingungsloses Grundeinkommen brauchen wir überhaupt nicht, weil das ist ja wieder vom Staat, der das für uns dann irgendwie Geld neu kreiert und den Leuten gibt. Aber wer stellt das Essen zur Verfügung? Das sind die Menschen. Wir Richtig. machen das alles. Wir Genau. schaffen, wir kreieren. Ja, richtig. Ja, und wenn wir dann so weit gehen, dass jeder selbst souverän leben kann, dann wird er die Dinge machen und wirklich in Fülle lebt, weil es nicht mehr unterdrückt wird. Dann können die Menschen das machen, was ihnen auch Freude macht. Und ja, dann haben wir nicht mehr das, dass man diesen, letzten Endes haben wir auch, geht es ja, dieses System geht ja von oben so durch, ja, allein über die Zentralbanken, die Kredite dann bekommt. Und die Reichen, die können dann auch wieder sagen, okay, welche neuen Technologien werden gefördert? Und dann ist man vielleicht in einem System drin, das man moralisch gar nicht so unterstützen kann. Und das kann ich dann auch sehr gut nachvollziehen, dass das manche Menschen nicht mehr machen können. Jetzt zum Beispiel auch in der Krise, ganz viele Polizisten haben auch schon Gewissensbisse. Und das ist natürlich heftig, weil wenn sie sagen, ich führe diese Orders von oben, also diese Anordnungen nicht mehr aus, dann verliere ich meinen Job. Und wie man da durch dieses gesamte System halt gefangen ist. Und da können wir halt eben schon durchaus ausbrechen, ja. Immer mehr Menschen sehen, dass dieses System eben nicht den Menschen dient, sondern einer kleinen Elite. Das war ein heftiges Gespräch heute. Das muss einmal verdaut werden. Also für all meine Zuhörer, Zuhörerinnen, also falls du Zuhörer, Zuhörerin den Artikel jetzt schon auf Englisch lesen möchtest, dann findest du den Artikel, meine ich, in die Shownotes reinschreiben, medium.com/Klammeraffe Stefanie von Jahn. Wie gesagt, du wirst es dann eh in baldiger Zukunft auf Deutsch übersetzt haben. Und auf Twitter bist du zu finden. Genau. Einfach Stefanie V. Jan zu finden in den Shownotes. Ja, also vielen herzlichen Dank, Stefanie. Und hat mich wirklich sehr gefreut und sehr genossen, unser Gespräch. Willst du noch vielleicht ein paar abschließende Gedanken, Botschaften, die Essenz vielleicht von dem noch einmal vielleicht zusammenfassen? Ja, sehr gerne. Also vielleicht, was wir ja auch schon besprochen haben, ist, dass in den Schulbüchern und in den Universitäten Dinge gelehrt wurden, die so nicht ganz der Realität übereinstimmen. Und ja, ich habe das jetzt nicht nur im Finanzsystem gemerkt, sondern eben auch in anderen Bereichen. Und von dem her kann ich nur empfehlen, kritisch zu bleiben. Und auch wenn man zu einer Antwort oder zu einem Thema nicht gleich eine Antwort hat, dann ist es okay, dass man verschiedene Theorien sich offen lässt. Also so habe ich das auch gemacht. Also ich weiß aber, früher musste ich immer das gleich festnageln. Aber es ist okay, Verschiedenes offen zu lassen und dann zu schauen, nach weiteren Informationen zu suchen und dann immer mehr sich so durchzuarbeiten. Aber eine gewisse Offenheit ist da auf jeden Fall sehr empfehlenswert.
Und ja, ich kann auch sehr empfehlen, das Finanzsystem wirklich zu verstehen und da eben sich das mal vor Augen zu führen, wie dieses Monopol auf Geldschöpfung die gesamte Wirtschaft auch lenken kann und eben jeden beeinflusst. Und wie beeinflusst mich dieses System? Wie beeinflusst mich das Rechtssystem? Was ist vielleicht gut für mich? Was ist nicht gut? Also einfach ein bisschen kritisch sein. Und ja, Bitcoin zu verstehen ist natürlich super. Und ja, jeder kann so seinen Beitrag leisten bei unserem Schiff zu einem besseren System. Und ja, noch eine Sache vielleicht, dass jeder eben auch auf sich achtet und immer auf seine psychische Gesundheit auch achtet. Vielleicht über die Meditation zu seiner inneren Stärke kommt. Also ich meditiere tatsächlich fast jeden Tag und ohne das könnte ich diese ganzen Themen nicht in dem Maße betrachten, weil das ist schon durchaus heftige Thematik. Ja. Und das kann einen emotional schon auch mitnehmen. Und wenn man nicht weiß, da weiter bei seiner Kraft zu bleiben, dann ist es sehr schwierig. Genau. Also ich habe wahnsinnig viel von dir gelernt bis jetzt, Stefanie, und ich bin mir sicher, meine Zuhörer werden es dir danken. Und wir werden hoffentlich dann öfters diese Gespräche entweder gemeinsam oder zu zweit oder in einer Panel Discussion, also in einem, sagen wir, runden Tisch, weiter in die Tiefe gehen, ob jetzt auf Deutsch und oder Englisch. Aber ich glaube, es ist jetzt wirklich Zeit. Wir sind jetzt an einem Wendepunkt, an einem Tipping Point, an einem, ich weiß nicht, neuralgischen Punkt jetzt angelangt in der menschlichen Zivilisation, Evolution, wo wir jetzt, und ich glaube, das wollte ich auch nochmal sagen, es ist natürlich schon eine psychologische, mentale, emotionale, existenzielle Transformation. Da geht es um Eigenverantwortung übernehmen, Selbstsouveränität, kritisch alles zu hinterfragen, nicht zu glauben, also glaubt uns nichts, ja, sondern wirklich hinterfragt, macht eure eigenen Recherchen, lest viel, schaut viel, nehmt euch einfach so viel Zeit. Und ich weiß, es ist so schwierig, weil die meisten Menschen haben nun mal einen Job, haben Familie, Verantwortung, der Druck von außen, von innen. Also es ist wirklich nicht leicht und deshalb ist es mir auch ein Anliegen, dass man das den Menschen so nutzerfreundlich wie möglich macht, der Einstieg. Ja? Ob jetzt Bitcoin zu kaufen, zu verwahren, zu hodeln, zu transferieren, den eigenen Node noch dazu laufen zu lassen. Nicht jeder hat eine ganze Woche Zeit, sich da hinzusetzen, sich mit einem Full Node zu beschäftigen. Und da denke ich mir, der Bedarf wäre ja schon da. Ich spreche mit Leuten, ich spreche mit Menschen, ich weiß, der Bedarf ist da. Also müsste ich jetzt sozusagen noch diese konzentrierte, Kooperation, Kommunikation auch, die Weiterentwicklung auch ein bisschen empathischer werden. Ja. Ja, was ich jetzt auch vor kurzem bei KenFM gesehen habe, war ein Talk oder eine Rede, wie unsere Zukunft aussehen könnte. Und das halte ich auch für super wichtig. Ja, wie würden die Zuhörer gerne ihre Zukunft sehen? Was hätten sie gerne für ihre Kinder? Einfach mal anders denken. Was ist an dem System gerade nicht gut? Wie könnte es besser sein? Und sich selbst zu vertrauen, da auch gute Ideen zu haben. Aber in allererster Linie wirklich auf sich achten und sich auch Ruhe geben, wenn man es braucht. Und sich nicht überfordern und bei diesen heftigen Themen und einfach auf sich achten, auf der inneren Mitte zu bleiben. Und ja, das ist das Wichtigste, weil wenn man hier eine Stabilität hat, dann kann man das auch nach außen weitergeben und eben dabei eben auch neue Visionen viel besser kreieren. Wenn man total in einer Panik drin ist, dann ist man nicht fähig, sinnvolle Entscheidungen zu treffen und sinnvoll Dinge zu kreieren, sinnvolle Aktionen zu tätigen. Deswegen ist das eigentlich die Essenz und von der geht dann alles Weitere aus. Genau. Das hat er jetzt richtig gesagt. Und vor allem, wenn es um Werte geht, die wir schaffen, kreieren, transformieren, transferieren, das ist das Geld. Und wenn wir mal das Geld befreien und wirklich etwas haben, woran wir uns vertrauenslos jetzt einmal in dieser evolutionären Phase festhalten können oder darauf vertrauen dürfen, quasi vertrauenslos. Denn Bitcoin ist eigentlich vertrauenslos und es kontrolliert ja niemand Bitcoin. Darum geht es. Es geht darum, die Kontrolle endlich obsolet zu machen, weil wir dann alle eigenverantwortlich, selbstsouverän das Geld auch kontrollieren, die Werte schaffen, die Werte transferieren, austauschen.
Und damit auch, ja, schlussendlich auch die Evolution auch beschleunigen können damit. Ja, genau. Und wenn man seine eigene Keys hält, dann ist es durchaus eigene Verantwortung auch. Und das bringt einen dazu, auch ein bisschen selbstsouveräner zu werden. Und das kann einen auch insgesamt dazu zu bringen, okay, jetzt bin ich finanziell selbstsouverän, jetzt weiß ich, okay, ich bin dafür verantwortlich, ich kann es nicht mehr abgeben. Und dass man, das hat für mich auch nochmal so den Dominoeffekt gegeben, das noch weiter auszuweiten in andere Aspekte. Mhm. Nur noch vielleicht zum Abschluss wichtige Information. Es kann sich auch mit höherer Wahrscheinlichkeit wirst du auch eine Speaker-Diskussion an der Value, also an der über das Internet jetzt aufgrund der Gegebenheiten, die Value of Bitcoin-Konferenz, die quasi in Deutschland ursprünglich auch von Daniel Wingen organisiert wurde, da wirst du vielleicht auch eine Runde auch moderieren, so wie ich das damals gemacht habe in Wien. Also für alle, die da interessiert sind, vielleicht ja sich mal damit auseinandersetzen oder sich dem anschließen und ja. Ja, beim Bitcoin Meetup München werde ich auch bald sprechen, also spätestens im Juli, aber wir schauen, dass wir das noch früher hinkriegen. Und da kann man ja jetzt auch digital einfach beitreten. Und beim Lightning Podcast, Podsplits, werde ich dann eben auch Co-Host demnächst mal sein bei einem ökonomischen Thema. Also der Termin steht dann. Super. Genau. Sehr spannend. Okay. Na gut, vielen herzlichen Dank, Stefanie. Schönes Wochenende und. Ja, auch, ja. Wir sprechen uns bald wieder. Genau. Tschüss. Danke dir. So, das war ein wirklich sehr tiefes, sehr Multispektrum-Gespräch mit Stefanie von Jahren. Sie ist wirklich eine der, also eine ganz tolle Wissenschaftlerin für mich, Recherche-Spezialistin, versteht eben die Essenz und die Ursachen und von Geld, ja, und schlussendlich auch das Geld, Bitcoin. Sie versteht, was auch die Fragen oder die Unklarheiten sind, ja, in den Köpfen der meisten Menschen. Und das war auch, ja, denke ich, auch ihr herzliches Anliegen, neben ihrer Lehrtätigkeit da eben aufzuklären, ja, zu inspirieren, Verständnis und Verstehensprozesse einzuläutern. Mein Name ist Kevan Dovan, ich bin der Total Connector. Falls du diese Show, dieses Interview wirklich geliebt hast, so wie ich das wirklich genossen habe, bitte ein Like, ein Reshare, ein Retweet, teilen, subscriben, abonnieren und herzlichen Dank fürs Zuhören, für deine Unterstützung und ja, und sagt mir einfach euer Feedback, eure Wünsche, wen ich noch als Gäste deutschsprachiger und oder englischsprachig hinzuziehen sollte in nächster Zeit. Jedenfalls vielen herzlichen Dank und schönes Wochenende und bis bald. Tschüss.